بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، sind jetzt mit den Buchstaben, also die Buchstaben haben wir jetzt fertig und jetzt werden wir die Buchstaben mit den Haraka lernen, mit den Zeichen, Wir haben hier zum Beispiel die Elifs. Und jeder hat einen bestimmten Zeichen. Einmal einen Strich oben, was sich Fetha nennt, und dann einen Strich unten, was sich Kesra nennt, und dann ein Kreis oder eine Kurve, was sich Dhamma nennt. Fetha, Kesra, Dhamma. Wie heißen die nochmal? Weißt du noch? Fetha Fetha, genau. und Dhamma. Dhamma ist der dritte und der zweite Kesra. Kesra. Genau. Fetha, Kesra, Dhamma. Fetha, Kesra, Dhamma. Super. Okay, jetzt wenn der Strich oben ist, dann haben wir, dann sagen wir Ä. Okay, also wir haben dann so ein E oder ein A. Wenn der Strich Okay. unten, dann I. Und wenn wir die Kurve haben, dann U. I, U. Okay. Wiederholen nochmal. Fetha. Okay, und also die Buchstaben. Genau, den Buchstaben, wie sprechen wir den aus, wenn wir einen Fetha oben haben? I. A. Und wenn der Strich unten ist? I. E. I. Wenn der Strich unten ist. I, wenn der Strich unten ist und U. U. Genau. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel, dieser Buchstabe war in B, richtig? Mit Strich sagen wir B. Mit Strich unten sagen wir B. Mit der Kurve Bu. B, B, Bu. Okay. Sag du nochmal, wie heißt noch. Wie heißt der Router? Ba. Der hier? I. Wie? U. Genau. Also hier sehen, also A, I, U, Ba, Bi, Bu. Okay. Der hier? Was wieder ausgesprochen wird? Ein T. Genau. T und so. So. Schau dir nochmal so an, was wir gesagt haben hier. Ba, bi, bu. Ta. Ti. Tu. Tu, genau. Tha, der zweite. Ja. Fi. Fi, ja. Fu. Du, genau. Ja. Ja. Und hier. Ji. Ji. Ju. Ju. Natürlich habe ich hier einen Strich vergessen. Den versuche ich jetzt irgendwie zu kopieren. Naja. Geht irgendwie nicht. Okay, also Ja, Ji, Ju. Und wir müssen uns vorstellen, dass der Strich eben da unten ist. Das ist ein? Ja, das ist ein. Ja, wenn da kein Punkt drin ist, dann ist es ein. Das ist ohne Punkt, dann ist es ein H. H, richtig, H. Mit Strich unten, den wir uns jetzt vorstellen müssen. Ein H. H, genau. Und? H. Oh, genau. Daher? Das wäre dann ein Ha. Ha, ja. Der hier. Chi. Hu. Der hier. Das ein Del. Del. Aber jetzt mit dem Strich sagen wir was nur? Der. Der, genau. Also es ist genauso wie im Deutschen. Du sagst zum Beispiel B. Aber eigentlich ist der Buchstabe B.
Genauso hier, Dal sagen wir, aber eigentlich ist es D. Und mit dem Strich, da. Mit dem Strich unten. Die. Die. Du. Okay. Sa. Da, ja. Sie. Sie. Und schon. So, genau. Okay. Das ist dann sehr. Ra. Ara. Ra. Okay. Re. Re. Ru. Ru. Mit der Zunge. Der hier. Sehr. Sehr. Sie. Sie. So. So. Das war ein Sie. Sir, ja. Sir. Sie. Sie. So. Sure. Sure, ja. She. Sie. Schon. Okay. Set. So. So. Eight. Sie. Und gut. Wir müssen nur den ersten Buchstaben. So. So. Sie. Su. Okay. Okay, der hier. Okay. Das ist da. Ba, ja. Die. Drei. Du. Bo. Okay, das ist ein Zoo. Ba. T. Drei. Und Zoo. Ein Z. So. C. Sie. So. Ja, so. Und das ist jetzt ein gewesen. Deswegen werden wir nur den ersten Teil nehmen. Ah. Ah ja, wenn noch Punkt dazu ist, wird es so ein. Genau. Aber hier ist erstmal ein. Also A ah. Und dann? Weiß Schau dir die anderen Buchstaben. Ta, tri, tu, sa, si, su, a, nicht. ri, genau. Warum? Ru, genau. Das hier. Es ist nicht schon gesagt, diese ein, wie heißt das Buchstaben nochmal? Ich habe es gerade Der vergessen. Buchstabe alleine, hieß rein. Rein. Also Ra. Ran. Okay. Re. Re. Ru. Ru. Das war ein Fa. Ja. Fi. Wie? Super. Fu. Genau. Kauf. Nur den ersten Teil. Koch. A, ja. Ki. B. Ku. U. Na, ich muss mal kurz nehmen. Ist es ein Kev? Genau. Okay, gut. Kev? Ja, genau. Ki? Sie. Ku. Ein Lamm? Ein Genau. Lamm? Ja, genau, super. Ligi?
Li. Lu. Genau. Okay. Mi. Das war ein Meme. Und mit dem Strich oben sagen wir dann. Mi. Na. Me. Mi. Mu. Mu, genau. Nein. Nu. Mit dem Strich oben. Nu. Also. Na. Ne. Dann. Nu. Nee. Nu. Ein. Wo? Alleine, wa. Wo? Wie? Oui. Wo? Okay. Ein Lamm? Nee, das ist Lamm? kein Lamm. Was ist das? Ein Herr? Hä? Ja, genau. Lü? He. He? Hu? Genau. Ein Elif, ein Lamm, Ja. ihr, wie sagen Je. wir, ihr, Jo. Weißt du, was das hier ist? nein. Wenn dieser Kreis da ist mit zwei Punkten, dann ist es ein Ter. Und dieser Ter ist besonders, weil er nur am Ende des Wortes kommt. Also Ter und T und Zu. Wir wiederholen nochmal schnell. I, U, B, Bu, T, T, Tu, F, Si, Su, J, Ji, Ju, H, Hi, Hu, Cho, Chi, Hu, D, Di, Di, Du, W, Si, Su, Ra, Ri, Ru, Z, Si, Su, S, Si, Su, Sche, Pi, Schu, Sa, Si, Su, Ba, Di, Bu, Ta, Ti, Tu, Za, Si, Su, A, Ai, U, Ra, Ri, Ru, Fa, Fi, Fu, A, Ri, Ru, Ka, Ki, Ku, La, Li, Lu, Ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu, ja, ji, ju. Eigentlich ist hier der Alphabet schon fertig, aber weil man durcheinander kommt, was sind das für Buchstaben jetzt, habe ich das noch hinzugefügt. Also ta und ti und tu. Okay. Okay? Jetzt sag du mal alle. Nochmal die Elsie, habe ich ihn sofort vergessen. Können wir die Elsie kurz überspringen? Die was überspringen? Die Elsie, bei den Elsie bin ich nicht mehr so sicher. Ich glaube, das Also war L. EU. B. U. Tätitum. Fasi tu. So. Tu. Jem. Ji. Ju. Ji, Ju, genau. Ha. Hi. Hu. Genau. Hi, hu, da, di, du, Super.
Ha, si, su, re, ri, ro, Natürlich mit der Zunge. Ra, ri, ru. Okay. je, ri, su, Ja. je, si, Sun, Su, Shi, Sha, Shi, Shu, Genau. Sha, Si, Su, Da, Di, Du, Genau. Ta, ti, tu, sa, zi, zu, re, ri, hu, Das ist erstmal ein A, I, O. a, ei, a, i, nun. Genau. Re, Ra, ja. Re, Ru, Super. Fa, Fi, Fo, Super. Pe, Ki, Ku, Natürlich mit der Zeit müssen wir daran arbeiten, dass das wie ein G fast wird, also Pa, Re, Ru, damit wir den anderen, also damit wir den hier mit dem Kaf unterscheiden können. Okay. Ku Super. la li lu Super. ma mi nu Mo. Okay. na ni nu Super. war wie wo Super. ha Ja. wie hu Ja. le li lu Nee, das war ja. Ja, i, ju. ja i ju Genau. Und das hier? Ja, das verstehe ich nicht, oder? Ja, ich erinnere mich dran. War genauso wie hier. Die beiden sind Also, gleich. aber sie sind gleich da. Sa, si, su. Titu. Ja, ta, titu. Okay. Jetzt frage ich dich so drei Fragen durcheinander. Was ist das hier? Das da ist ein Fa, Si, Su. Okay, ich will nur das Markierte. Okay, beim nächsten Mal nur das Markierte. Was ist das hier? Das ist ein Du. Nicht ganz. Ku. Fu, genau, Fu. Okay, was ist das hier? Das ist ein Schuh. Strich oben. Ja, Schuh. Schuh. Ja, super, genau. Was ist das hier? Das ist ein Na Nie. Super, genau. Dann nehmen wir mal das hier. Das ist ein Ta. Ta, ta, ja, nicht ta, genau. Das hier, das letzte. Das ist ein Su. Okay.
Dann bleiben wir hier inshallah stehen. Rabbana afina wa'afu anna wa ihfazna. Allahu alaihi wa sallam.